Vielen Dank, dass Sie zu meiner Vorlesung Technische Informatik kommen. Ich möchte während der, insgesamt, glaube ich, 22 Sitzungen, die wir haben werden, über die technische Informatik sprechen im Sinne von Signalübertragung, wie wir möglichst schnell über eine möglichst schlechte Leitung möglichst viele Bits transportieren können, schnell im Sinne von wenig Verzögerung und schnell im Sinne von viele Bits pro Sekunde. Und ich möchte danach noch mit Grundzügen der Rechnernetze beginnen. Im kommenden Wintersemester gibt es dann die Vorlesung Rechnernetze in ihrer vollen Schönheit. Da sprechen wir auch darüber, wie das Internet funktioniert. Aber im Rahmen von dieser Vorlesung hier im Sommersemester sprechen wir über Signalübertragung und über lokale Netzwerke. Die Signalübertragung brauchen wir aber auch, um in unseren Computern Daten zu übertragen. Und das ist vielleicht auch hier ganz interessant noch so als Nebenbemerkung. Es gibt Modulationstechniken, die wir sowohl lokal im PCI-Bus, im PCI-Express-Bus benutzen, als auch in lokalen Netzwerken und in Rechnernetzen. Also die Techniken, die verwendet werden, wachsen zusammen, sowohl für die Kommunikation im Rechner drin, als auch für die Kommunikation unter den Rechnern. Hier am Anfang von, nach diesem Gebiet übertragen, möchte ich dann über Rechnerarchitektur, Funktionsweise von Computern sprechen. Wir haben das in den Grundlagen der Informatik schon gemacht. Das soll jetzt hier intensiviert werden. Es gibt natürlich auch kleine Überschneidungen, wo ich dann Sachen noch zum zweiten Mal erzählen muss. Das können Sie dann als Wiederholung betrachten. Ja, am Anfang noch kurz also zum Konzept, habe ich ja schon was gesagt. Wir wollen erst leiten. Hier habe ich so ein Bild von Quadraturmodulation. Da werden wir auch später dann wieder hin zurückkommen und das besprechen. Die Quadraturmodulation, da geht es darum, wie man möglichst effizient, das sind die blauen Punkte, unterschiedliche Symbole kodiert, sodass die in diesem Übertragungsraum den maximalen Abstand voneinander haben und sicher unterschieden werden können. Wir werden auch noch über Netzwerke sprechen, das habe ich eben schon gesagt, LANs und so weiter. Und dafür soll hier dieser Rahmen stehen. Und was das mit dem Rahmen auf sich hat, das werde ich eben dann in diesem Kapitel hier, so im Mai, erzählen. Und Anfang Mai wohl eher. Danach wollen wir nochmal dieses Kapitel Schalten wiederholen, um dann aber auch das noch ein bisschen auszubauen. Denn das Schalten, das brauchen wir, um die für Addieren, für Subtrahieren, fürs Rechnen, aber vor allem auch fürs Übertragen und fürs Speichern. Das Speichern wird dann sowieso nochmal wichtig. Wir werden dann auch mit einer kleinen Wiederholung von der MIMA starten in dieses Kapitel Rechnerarchitektur. Wir werden die einzelnen Komponenten identifizieren und mit den identifizierten Komponenten uns dann überlegen, wie wir die möglichst geschickt anordnet und verbindet. Anordnet und verbindet, sodass wir einerseits möglichst viele Aufgaben gleichzeitig parallel erledigen können in unserem Rechner. Das hatten wir bei der MIMA auch schon ein bisschen gemacht. Und andererseits nur wenige Zyklen, Zeiteinheiten für so die Erledigung der Aufgaben aufwenden müssen. Wir werden über Instruktionen sprechen. Sie haben ja die MIMA-Instruktionen schon kennengelernt. Hier werden wir dann sozusagen reale Instruktionen von RISC-Computern besprechen. Insbesondere geht es in diesem Kapitel Rechnerarchitektur darum, wie machen wir die Computer, über die wir so konzeptuell gesprochen haben, wie machen wir die schnell. Und ein Kapitel beim Thema schnell, und deshalb passt diese Grafik hier auch nochmal gut dazu, ist, wie kriegen wir es fertig,
dass wir nicht so lange auf den Speicher warten müssen. In unserer MIMA haben wir immer schon 3 Zyklen gebraucht, bis ein Datum, was wir aus dem Speicher holen wollten, auch wirklich vorlag. In der richtigen Rechnerarchitektur, wenn Sie an Ihren Laptop denken, vor dem Sie da sitzen, dann ist es so, dass ein Speicherzugriff genauso lang dauert wie 50 Instruktionen in der Größenordnung. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, wie häufig will man denn hier in den Speicher und wie kann man es vermeiden, dass man so häufig in den Speicher muss. Und da kommt dann dieses Kapitel Caches. Das haben Sie ja vielleicht auch schon gesehen beim PC-Kaufen, dass das Cache, die Cache-Größe irgendwie mit der Leistung von einem Rechner korreliert. Darüber, na, solche Probleme möchte ich da auch klären. Und manchmal wird es Ihnen dann vielleicht sogar so vorkommen, ob das eine Art Kaufberatung ist, wenn man sich einen PC zusammenbauen will, gerade so gegen Ende zu. Aber wir wollen eben genau, was ich hier in der Vorlesung auch machen möchte, ist, dass man versteht, warum man die Computer so aufbaut und was da dahinter steckt. Also, wir wollen verstehen, wie Rechnernetze funktionieren und wie die PCs, die wir heute benutzen, funktionieren. Ein wichtiger Aspekt, der in den letzten Jahren dazugekommen ist bei den Rechnern, ist, dass wir nicht unbedingt nur schneller werden wollen, sondern dass wir batteriesparend rechnen wollen. Ja, die Mobilgeräte, die haben ja nun keine beliebig viel, da kommt der Strom nicht aus der Steckdose, sondern man muss den Strom sozusagen mit sich herumtragen. Und dass Geschwindigkeit ist eigentlich heutzutage eine ganz andere Betrachtung. Wie berechne ich eine bestimmte Aufgabe möglichst effizient? Und die eine Seite von der Effizienz ist, dass es schnell sein kann, wenn man viel Energie zur Verfügung stellen kann. Und wenn man wenig Energie hat, dann ist es vielleicht nicht so schnell, aber mit möglichst wenig Picojoule etwas zu berechnen. Und da kommen wir daran auch nochmal, das ist der andere Aspekt, vorbei. Ja, das Formale zur Vorlesung, der Präsenztermin ist hier. Es gibt eine Videoaufzeichnung zur Vorlesung, die Sie wieder auf YouTube finden können. Also nach der Vorlesung wird die Aufzeichnung noch ein wenig bearbeitet und ein paar Tage später liegt die Aufzeichnung dann auf YouTube vor, sodass Sie idealerweise die Vorlesung nochmal nachbereiten können. Ja, auf Wiedersehen, Dankeschön. Dass Sie die Vorlesung vielleicht auch nochmal nachbereiten können mit dem, was ich hier erzählt habe, wenn es Ihnen unterwegs zu schnell ging. Aber Sie können natürlich auch unsere App benutzen, um mir mitzuteilen, dass es Ihnen zu schnell ging oder vielleicht auch, dass es Ihnen nicht schnell genug ging oder zwischendurch eine Frage stellen. Die Mitarbeiter, die die Übung machen, das ist insbesondere der Herr Gommlich und der Herr Heine. Die Vorlesungsunterlagen, kein Skriptum, das kommt ja auf dem nächsten hier nochmal ganz, ganz lang und deutlich. Die Vorlesungsunterlagen gibt es hier auf meinem Rechner und dann ab in ein paar Wochen im iTunes Store und ich möchte auch noch das Ganze im Google Play Store zur Verfügung stellen. Die Unterlagen, das geht relativ einfach mit dem PDF. Ich muss bloß noch irgendwelche Verträge unterschreiben und ich glaube auch noch $25 bezahlen. Ich weiß es nicht so genau. Generell zu den Vorlesungsunterlagen. Es sind Vorlesungsunterlagen, es ist kein komplettes, volles, ausformuliertes Buch. Ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, es stehen im Wesentlichen keine ganzen Sätze drin, bis auf diese Ausnahme hier und ein paar Definitionen. Die Prüfungsvorbereitung, na, da sollten Sie am besten hier noch Notizen machen zu diesen Vorlesungsunterlagen. Im iBook geht das ja auch ganz gut. Das gesprochene Wort wird nun auch aufgezeichnet. Das ist es also zur Prüfungsvorbereitung vielleicht auch nochmal die Videos angucken können oder Teile von den Videos angucken können. Das wird auch noch
irgendwann nochmal verbessert werden, nehme da Schlagworte und Zeiger mitten rein in die Vorlesung zu den Folien, zu den Stichworten da hinein aufgenommen werden sollen. Und natürlich, das sagen die meisten wahrscheinlich nicht, die Unterlagen sind insbesondere auch für mich, damit ich nichts vergesse. Ja, da gucke ich immer wieder hin. Jeder, der mal einen Vortrag in der Schule gehalten hat, der wird das auch schon als Gedächtnisstütze benutzt haben und heimlich gegrinst haben. Naja, vielleicht nur ein Teil. Also jedenfalls den Hörern als Gerüst und mir als Gedächtnisstütze. Wenn ich diese Vorlesung nicht hätte, dann wäre das Semester wahrscheinlich nur halb so lang. Es gibt da noch diese Literatur, über die wir gleich sprechen werden. Die ist zur Prüfungsvorbereitung ziemlich nützlich, insbesondere die guten Bücher, auf die ich Sie auch gleich nochmal hinweisen werde. Ja, und es ändert sich noch was, gerade hier, das Ding ist erst halb fertig, weil ich im März dann plötzlich noch einen Antrag schreiben musste. Also dieses iBook ist noch nicht richtig fertig. Ich habe gesagt, es gibt eine Klausur. Das Übliche, wir haben es letztes Wintersemester in Grundlagen der Informatik schon durchexerziert, ungefähr 100 Punkte, die Sie in 5, 6, 8 Aufgaben erwerben können. Ein Teil ist dieses auswendig gelernte Wissen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, auswendig gelerntes Wissen, wer braucht denn sowas noch in der heutigen Zeit, wo es die Wikipedia gibt? Naja, noch ist die Wikipedia nicht so ständig bei uns in die Brille hineingespiegelt. Dieses Glasses-Projekt von Google wird das vielleicht auch noch verbessern. Aber man muss eigentlich schon noch im Satz das richtige Fachwort bereit haben und man muss schon auch noch ein paar Sachen wissen. Deshalb, gerade in der Rechnerarchitektur, gibt es einen gewissen Wortschatz, den man durchaus beherrschen muss. Und natürlich dann Fähigkeiten und da gibt es dann auch diese typischen Aufgaben, die sich für solche Klausuren gut eignen, wie zum Beispiel das Scoreboard, da kommen wir dann irgendwann noch dran vorbei. Bestanden, 100 Punkte werden da verteilt, plus die ungefähr 30 Punkte, die Sie in den Übungen zusätzlich erwerben können, wenn Sie die Übungsaufgaben dann auch machen. Wenn Sie die Übungsaufgaben auch machen, dann können Sie also ungefähr 30 Punkte dazu erwerben. Dann sind es 130 Punkte. Und das könnten Sie also theoretisch erreichen. Es hat auch schon Leute gegeben, die haben dann insgesamt 125 Punkte oder was Ähnliches erreicht gehabt. Die kriegen natürlich auch ihre 1,0, aber genauso wie die 95 Punkte haben. Man kann also durchaus auch zu viele Punkte in der Klausur haben, insgesamt dann. Und den einen Punkt, wenn Sie brav Ihre Matrikelnummer auf jedes Blatt schreiben. Das ist ja auch schon mal ein kleines Pölsterchen. Ich möchte jetzt etwas über die Literatur nochmal sagen. Ich gehe vielleicht mal kurz von oben durch. Die erste Stelle, die ich da habe, 50 Years of Computing, schon ein paar Jahre her, die 50 Jahre, aber das ist ein schöner historischer Überblick über die Rechner, die Rechnerarchitektur und interessanterweise stehen da schon die wichtigsten Dinge drin, mit denen wir auch heute arbeiten. Da stehen Parallelrechner drin, da stehen die RISC-Maschinen drin, da stehen die Macintoshes und so weiter drin. Das Einzige, was da nicht drin steht, was sich in den letzten Jahren getan hat, ist energiesparendes Rechnen mit iPhones und sonstigen. Aber sonst von den theoretischen Konzepten, von den Fundamenten, werden da schon alle erwähnt, allerdings mehr so im historischen Überblick. Kann man aber auch schon ein bisschen was lernen. Dieses zweite Buch, Ulysses Black schreibt über Rechnernetze, über Übertragungstechnik,
über lokale Netzwerke gute, richtig lesbare Bücher. So ein Blackbuch, ja auf Englisch, aber wenn man Englisch kann, liest sich das mit einer Geschwindigkeit von 20, 30, 40 Seiten pro Tag. Kann man also einfach lesen, so ein Buch. Die sind gut geschrieben, die sind vernünftig geschrieben, die sind verständlich, empfehlenswert. Das nächste vom Theo Ungerer und dem Uwe Bringschulte, ein Buch über Prozessoren eigentlich, kleine und mittlere Prozessoren insbesondere, das ist ja auch deren Forschungsgebiet. Das basiert natürlich, wie viele Bücher im Gebiet Rechnerarchitektur, auf dem Patterson-Hennessy-Buch, wo wir da unten noch gleich dran vorbeikommen. Aber das ist durchaus ein empfehlenswertes und auch einigermaßen lesbares Buch. Den Caxton Foster, den habe ich deshalb da drin stehen, weil die MIMA mal ursprünglich inspiriert war von diesem Buch, von dem Foster. Und deshalb möchte ich den da immer wieder zitieren. Über mein Buch, da reden wir nicht mehr so viel. Als nächstes möchte ich noch was sagen über die Halsall-Bücher, die ja, für viele meiner Folien, viele meiner Vorlesungen vorkommen, weil es unterschiedliche Zusammenfassungen von dessen Werken gibt, die da ganz gut hinpassen. Hier wäre wahrscheinlich das Computer Networks Buch sehr geeignet, beziehungsweise auch die letzte Ausgabe, wenn man was zum Thema Wireless LANs und auch drahtgebundene LANs nachlesen möchte. Also ein nützliches Buch zum Thema Übertragen, Leiten, wie ich das eben genannt hatte. Einige jüngere Kapitel habe ich hier aus diesem Buch hier, ADSL, VDSL, rausgezogen, wie unsere Teilnehmeranschlusstechnik heutzutage funktioniert. Und dann, ja, dieses Buch von dem John Hannibal Stokes, Inside the Machine, das ist ein fast populärwissenschaftliches Buch zum Thema Rechnerarchitektur. Das lässt sich gut lesen, wenn man verstehen will, wie so ein moderner Intel-Prozessor funktioniert. Also wenn Sie wissen wollen, wie der Core 2 in Ihrem Notebook funktioniert, dann ist das eine gute Quelle, um es nachzulesen. Und da kann man auch ganz gut nachlesen, wie die Speicherarchitektur passend sein muss. Also es ist ein interessantes, lesbares Buch. Und das hier ist ein Buch, das ich gerne Ihnen empfehlen würde, weil es auch günstig ist zum Thema Rechnerarchitektur auf Deutsch. Und ich bin da eigentlich nur drüber gestolpert, weil es mir mal zugeschickt worden ist vom Verlag. Aber das ist etwas, was man nicht mal das Richtige für die Bibliothek. Ich glaube, es kostet nur 9,80 Euro. Das sollte man sich vielleicht wirklich mal leisten. Das Standardwerk Patterson und Hennessy, Computer Organization and Design. Ich habe schon mal gesagt, dass andere Bücher darauf aufbauen. Der David Patterson aus Berkeley hat das, von dem stammt der Begriff RISC. Das ist der am Anfang seiner Forschungstätigkeit mal nachgerechnet hat, wo verbringen eigentlich Computer wie viel Zeit, mit welcher Sorte von Instruktionen verbringen die ihre Zeit. Und das hat er systematisch nachgemessen und hat er gesehen, dass es sich lohnt, bestimmte Instruktionen schnell zu machen und andere, da braucht man sich auch nicht so dringend drum zu kümmern, weil die eh nur selten vorkommen. Dieser quantitative Ansatz, um Computer schnell zu machen, der stammt von diesen beiden hier, der John Hennessy, gar nicht weit weg von Berkeley in Stanford, hat eine erfolgreiche Rechnerarchitektur entwickelt, die MIPS-Architektur mit seinen Mitarbeitern zusammen. Die haben dann später eine Firma gegründet und auch noch für viel Geld verkauft. Diese MIPS-Prozessoren, die sind heutzutage immer noch embedded in vielen Geräten drin.
unter anderem auch in Spielekonsolen oder in Druckern und so weiter. Also das ist ja der kurze Literaturüberblick, den ich habe. Und jetzt kommt der Inhaltsüberblick über die Vorlesung. Was möchte ich hier erzählen? Also das Kapitel Gebiet und Vorlesung, da war ich schon. Ne? Was wir jetzt noch machen müssen, noch zügig und so zur Einleitung ist, ich möchte nochmal mit Ihnen darüber sprechen, wie Information dargestellt wird, also insbesondere Zahlen dargestellt werden, aber auch Zeichenketten und sowas. Und wie wir rechnen, also addieren und multiplizieren im Wesentlichen. Subtrahieren, haben wir ja schon in Grundlagen der Informatik gelernt, ist eigentlich nur das Komplement addieren. Und das Multiplizieren und das Dividieren sind natürlich auch eng verwandt. Das Multiplizieren fußt ja auf so einer Art iterativen Addition, einer geschickten iterativen Addition. Darüber wollen wir hier in der Vorlesung auch nochmal kurz sprechen, auch damit es komplett ist. Danach, wenn wir jetzt also der Aspekt Information, Informationsdarstellung, den brauchen wir einerseits, um später rechnen zu können, den brauchen wir aber auch andererseits, um Daten übertragen zu können. Und in diesem Kapitel Leiten möchte ich insbesondere auch über Leitungseigenschaften am Anfang sprechen. Also was haben wir eigentlich, dieses Medium, das wir benutzen können, um unsere Symbole zu übertragen, um die Information hier zu übertragen, die Darstellungsform von Informationen, über die wir hier sprechen, um die zu übertragen, welche Leitungen haben wir da? Und was sind die störenden Eigenschaften dieser Leitung? Was stellt sich uns in den Weg beim Übertragen? Nachdem wir da also ein bisschen drüber gesprochen haben, sprechen wir in einem weiteren Abschnitt über die eigentlichen Kanäle, die wir zur Verfügung haben. Also Eigenschaften von Kupferkabeln, Eigenschaften von Koaxialkabeln, na, die benutzen auch immer noch meistens Kupfer als Leiter, Glasfaserkabel und natürlich als letztes da drin noch über den Funkkanal. Und mir geht es dann auch darum, die deutlichen Unterschiede zwischen diesen Kanälen auch noch herauszuarbeiten. Und wieder, was sich uns denn da so entgegenstellt im Konkreten. Hier oben spreche ich drüber, was sich uns allgemein entgegenstellt, dass die Hindernisse in Leitungen, in Kanälen und hier, was sich uns konkret entgegenstellt. Und danach müssen wir uns überlegen, wie wir denn in diesen Kanälen, die wir jetzt da haben, wie wir da unsere Informationen geschickt kodieren. Die Bits, die wir haben, geschickt kodieren, dass wir sie in diesen Kanälen übertragen können. Und das heißt Signalbildung und Modulation, da müssen wir auch ein paar Fälle unterscheiden. Hier bei diesem Kapitel Signalbildung und Modulation werden wir dann auch zu dieser schönen Grafik kommen, die vielleicht jetzt so noch einen Augenblick lang leicht verwirrt, zumindest von der Betrachtung aus der Ferne leicht verwirrt, aber das ist eine der, ja wahrscheinlich der Kern der modernen Daten, der modernen Modulation, die wir hier sehen. Das ist der Trellis Coded Modulation und danach kommt dann der Viterbi-Algorithmus. Das werde ich auch erzählen hier, am Beispiel erklären. Ich will nicht die ganze Mathematik dafür durchführen, das wird auch ein bisschen länglich, aber das ist ein zentrales Kapitel. Trellis Coded Modulation. Danach werden wir über Multiplex sprechen, wie wir also diese Kanäle, wie mehrere gleichzeitig diese Kanäle benutzen können. Weil beim Funkkanal ist das unmittelbar einsichtig, dass es mehrere benutzen können. Es gibt nur einen einzigen. Diesen einen einzigen Funkkanal, den kann man in unterschiedliche Frequenzen einteilen. Sie benutzen die Frequenz A, Sie benutzen die Frequenz B und nicht die Frequenz C. Aber das geht auch nicht ewig lang.
Und da müssen wir uns noch andere Techniken einfallen lassen, wie zum Beispiel, ich benutze die Frequenz A von 9 bis 10 und Sie benutzen die Frequenz A von 10 bis 11. So eine Zeiteinteilung. Dann gibt es noch andere Arten, das gemeinsam zu benutzen, einen gemeinsamen Kanal gemeinsam zu benutzen. Und darüber müssen wir in der Vorlesung hier im Kapitel Multiplex fleißig sprechen. Auf dem Weg zu den lokalen Netzwerken sprechen wir auch noch über Codierung von Bits in diesen, dem, was ich mal digitale Kanäle hier nennen möchte. Danach sprechen wir über Rahmenbildung und asynchrone Rahmenübertragung. Also mehrere solche Symbole, mehrere Bits zum Beispiel, zusammenfassen in etwas, was man auch Paket nennen könnte. Wir wollen es aber Rahmen nennen in der Vorlesung, um die dann übertragen zu können. Und danach kann jemand anders kommen und auch so einen Rahmen übertragen. So, und dann sind wir hier bei den lokalen Netzwerken. Und da werden wir natürlich über das Ethernet sprechen, wie sowas funktioniert. Und hier habe ich so ein Bild von einer Kollision. Denn das ist ja genau das Problem. Es geht wieder um gemeinsames Benutzen. Wir haben ein gemeinsames Medium, so ein Stück Draht. Und die beiden senden gleichzeitig. Und dann knallt es irgendwo, weil deren Rahmen zusammenstoßen. Und jetzt müssen wir dieses Problem auflösen. Wie lösen wir es auf? Diese Frage beantworten wir insbesondere bei den lokalen Netzwerken. Hier ist die wesentliche Aufgabe, die wir lösen müssen, die Koordinationsaufgabe. Hopp. Dann gibt es wieder so ein kurzes Kapitel, Wiederholung. Wir reden nochmal drüber, wie man mit Transistoren rechnen kann und speichern kann. Wobei dieses Kapitel Speichern mit Transistoren, das werden wir ganz am Ende der Vorlesung hier unten nochmal aufnehmen müssen. So, in der Rechenarchitektur, dann werden wir uns nochmal einen Teil Wiederholung und Vertiefung von den Grundlagen der Informatik, werden wir die Funktionseinheiten von so einem Rechner anschauen, wie wir Daten zwischen den Funktionseinheiten transferieren. Wir werden dann auch noch ein bisschen über Compilertechnik sprechen, wie Compiler aus einem Programm in einer Programmiersprache wie C oder sowas solche Maschineninstruktionen machen. Die Maschineninstruktionen, und jetzt kommen wir dann zu einem ganz wichtigen Kapitel der Rechnerarchitektur, die entstammen diesen Instruktionssätzen. Und ein wichtiger Aspekt der Rechnerarchitektur ist, einen Instruktionssatz zu entwerfen. Sich einen vernünftigen, guten Instruktionssatz auszudenken. Bei der MIMA hatten wir einen Instruktionssatz, aber ob der gut war, naja, für das Lehrbeispiel war er vielleicht gut. Um einen schnellen Rechner zu bauen, ist er wahrscheinlich nicht gut. Wir werden hier darüber sprechen, wie man Instruktionssätze effizient macht, wie man sie schnell macht. Das hat uns insbesondere auch, der Patterson und der Hennessy beigebracht. Und dann werden wir diese Stichworte RISC und CISC aufgreifen und diskutieren. Hier sieht man übrigens so ein kleines Bild von der Instruktion. Die Zahlen hier, die stehen für Bits, also in den ersten 6 Bit steht, was für eine Operation es ist, laden, speichern oder rechnen. Gibt noch ein paar mehr. Dann steht hier ein Source-Operand, hier ein Destination-Operand und hier noch ein Immediate-Operand dazu, also irgendein Offset oder sowas oder eine Konstante in 16-Bit. Und das hier sind Registerangaben. Aber das werden wir dann noch alles einzeln anschauen können. Zum Thema Pipeline. Da sprechen wir drüber, wie man Rechner schnell machen kann. Schneller erstmal, bevor sie ganz schnell machen. Die Bearbeitung von so einer Instruktion, die kann man nämlich einteilen in verschiedene Stufen. Und ich habe die hier auch stehen. Die erste Stufe ist, das hat mir der MIMA auch irgendwie gemacht, Instruktion holen. Und die zweite Stufe ist, Instruktionen dekodieren.
Und während man die erste Instruktion, die man geholt hat, dekodiert, kann man ja auch schon mal die zweite holen. So überlappend. Und während man die Instruktion, die man hier dekodiert hat, hier ausführt, kann man die zweite dekodieren und die dritte Instruktion holen. Also senkrecht sehen wir hier immer so ein Zeitfensterchen, in dem man dann verschiedene Sachen macht. Das hier unten ist ein bisschen verschoben. Ja, so was Blödes. Da muss ich nochmal an der Zeichnung arbeiten, die hat sich irgendwie zerrissen. Natürlich sollte das IF genauso breit sein wie das graue Fenster und überhaupt, dass sie dann noch bis hierhin sich ausstrecken. Wie konnte das passieren? Nun gut, das ist die Pipeline-Bearbeitung. Dabei entstehen aber auch ein paar Probleme, über die wir sprechen müssen. Das ist das, was hier hinter diesem Hasel steht. Und dann werden wir noch über Instruction Scheduling sprechen, also zu welchem Zeitpunkt man welche Instruktion hier in diese Pipeline zur Bearbeitung reinsteckt. Wenn wir über Software und über Hardware-Techniken sprechen, das ist ein Kapitel, was auch richtig Spaß macht. Und mit diesem Scheduling-Kapitel, da arbeiten die Leute heute ganz intensiv dran, um Computer schneller zu machen. Denn da kann man auch noch was rausholen. Und als letztes möchte ich im Juli dann über Speicherarchitektur sprechen. Also, wir werden ein bisschen über die Funktionsweise von RAM sprechen. Wie funktioniert denn das Zeug, was wir da in Riegel in unsere Computer reinstecken? Und das Zeug, wenn man mehr hat, ist es besser. Darüber möchten wir ein bisschen sprechen. Ich werde auch über Flash-Speicher sprechen, wie der funktioniert. Danach werden wir über Chipsets diskutieren, ein wenig. Also das, was um den Prozessor drumherum ist, um Speicher anzusprechen oder um Peripherie anzusprechen, um den Soundchip oder das Video anzusprechen. Das Kapitel Caches, das soll dann die Frage beantworten, wenn Speicherzugriff eigentlich so unglaublich langsam ist im Verhältnis zu einer Instruktion und Größenordnung langsam ist, was macht man denn dann, damit man nicht die ganze Zeit auf den Speicher warten muss? Das ist hier dieses Kapitel 8.3. Dann werden wir über Virtual Memory sprechen, virtueller Speicher. Das muss man auch einfach mal erklärt bekommen haben. Das ist so ein Kapitel, wenn man es erklärt bekommen hat und mal verstanden hat, denkt man sich, ach, ist das einfach, hätte ich auch selber drauf kommen können. Generell gilt das hier für Speicherarchitektur, nachdem ich das mal verstanden hatte, wie Halbleiterspeicher, wie RAM funktioniert, habe ich mir gedacht, hätte ich selber wissen können, warum habe ich mir das nicht als Abiturient oder als Student überlegt, ist doch einfach genug. Braucht man gar nicht so viel drüber, braucht man gar nicht so ein Genie zu sein, aber irgendwie, es ist eben auch genial einfach. Ja, also bei den Caches und bei den Virtual Memory verhält sich das auch so. Und danach wollen wir noch ein bisschen über schnellen Plattenspeicher sprechen. Wie man sowas hinkriegt. Und das Stichwort ist, das sehen Sie hier an diesem Bild. Ja, manche von Ihnen zumindest sehen das hier an dem Bild schon. Da geht es um RAID. Redundant Arrays of Inexpensive Disks. Ja, also diese, was für ein Überblick, Sie sehen auch, ich habe hier Zeichnungen aus der ganzen Vorlesung abgeerntet und dann mal reingesetzt. Im ersten echten Inhaltskapitel von der Vorlesung möchte ich ich habe es überschrieben mit Nachrichten und Zahlen. Ich möchte Informationen und über Informationsdarstellung sprechen und ich möchte dann auch ein bisschen noch über das Rechnen sprechen. Und jetzt muss ich wieder den Claude Shannon von 1948 zitieren. Dem ist eigentlich in den Jahren davor, aber da war es noch alles furchtbar geheim, eine brauchbare Definition für Information eingefallen, als mathematische Größe. Die Definition von Information als mathematische Größe. Und dazu nimmt er eine Nachrichtenquelle,
Schwarzbox. Und die stößt Nachrichten aus. Und diese Nachrichten, also wenn es die einzelnen Zeichen, die da funken oder die man auf dem Kabel abhören kann, die haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, jede für sich in diesem Ablauf der Symbole, die da rauskommen aus der Symbolquelle. Und naja, die Überlegung kommt natürlich aus diesem Dechiffriergedanken, den die gerade im Zweiten Weltkrieg, oder aus dem Dechiffrierproblem, was man gerade im Zweiten Weltkrieg lösen musste. Der Feind, der sendet irgendwas verschlüsselt, und das gucken wir uns jetzt an, und können wir da irgendwie darauf rückschließen, auf die eigentliche Information, die da übertragen werden soll. Und die Idee war, dass man jetzt jeder von diesen Nachrichten, dass man einfach aufschreibt, diese Einzelnachrichten, die da rauskommen, und denen ordnet man eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu. Diese Symbole, die man da sieht. Und jetzt überlegt man sich, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Zeichen häufig kommt, wenn die hoch ist, wenn das A in 90% der Fälle in A übertragen wird, dann steckt wohl in dem A gar nicht so viel Information drin. Das ist auch intuitiv so, wenn Sie Nachrichten anschauen im Fernsehen und die berichten wieder über das Kapitel, was es halt gerade gibt, dann, Bankenrettung oder sowas, dann empfindet man das intuitiv gar nicht so sehr als Information, als neue Information, gar nicht so interessant, weil es wird ja jeden Abend dasselbe Zeug geredet. Aber wenn irgendein Fußballverein 9:1 gewinnt, das passiert selten genug, dann empfindet man das als Information, zumindest viele Leute, weil es eben überraschend ist, weil es so selten passiert. Und das ist ja auch das, was dich interessiert, ist das Überraschende und nicht das, was man vorher schon weiß, auch beim Dekodierproblem natürlich. Also diese Wahrscheinlichkeit, mit der so eine Nachricht auftritt, bestimmt den Informationsgehalt. Und jetzt definiert man sich die Selbstinformation von so einem Symbol. Man kann das auch Entropie nennen, eigentlich heißt Selbstinformation, als den negativen Logarithmus Duales von der Wahrscheinlichkeit, und das kriegt dann die Einheit Bit klein geschrieben hier. Na, den negativen Logarithmus Duales nimmt man natürlich deshalb, weil das hier ein Bruch ist, also eine Zahl zwischen 0 und 1 ist, ne, zum Beispiel ein Halb oder ein Viertel oder ein Achtel oder sowas, oder ein 37. Dann macht das dieser negative Logarithmus Duales, macht daraus natürlich eine positive Zahl. Nehmen wir mal die Münze, die wir hochwerfen, legen wir hier drauf und dann sehen wir Kopf oder Zahl. Wenn die Münze okay ist, nicht irgendwie präpariert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt, 1/2 und die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kommt, auch 1/2. Ich glaube, mittlerweile gibt es gar keine Köpfe auf den Euro-Münzen, aber ach, das ist egal. Die eine Seite oder die andere Seite. Der Informationsgehalt der Aussage, da ist jetzt eine Zahl gekommen, die ist also der negative Logarithmus Duales von 1/2, das ist der Logarithmus Duales von 2, das ist 1, ein Bit. Und das können wir uns auch gut vorstellen, ne? In einem Bit können wir eben genau die Information speichern von so einem Münzwurf. Wir kodieren die 0 als Kopf und die 1 als Zahl. Oder umgekehrt. Diese Wahrscheinlichkeiten sind übrigens genau 1/2, wenn die Münze nicht irgendwie präpariert ist. Wenn es eine gute Münze für diesen Wurf ist. Oder beim Würfel, wenn alle Seiten gleich häufig vorkommen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Dreier gewürfelt wird, 1/6, obwohl es einem beim Mensch ärgerlich nicht spielt, so vorkommt, als ob der Sechser nie kommt. Er kommt tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/6. Also ist die Selbstinformation von der 3, negativer Logarithmus Duales von 1/6, 2,58. Und das ist das beim Würfel und bei einem Münzwurf nicht so besonders spannend. Spannend ist es, wenn man zum Beispiel Buchstaben überträgt.
Und diese Buchstaben, da hat jeder in der Sequenz, in dieser Folge hier, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass er auftaucht. Das E kommt häufiger vor und das X und das W ist seltener und das Y ist auch ziemlich selten. Zumindest in der Sprache. Nicht im Zeichensalat, sondern in der Sprache, in der menschlichen Sprache. Übrigens auch unterschiedlich, ob es Englisch ist oder Französisch oder Tschechisch oder Deutsch. Und wie kriegt man diese Wahrscheinlichkeit raus? Na, man nehme sich repräsentativ ein paar Bücher aus der deutschen Literatur, eine Bibel, irgendeinen Goethe-Text, Hoffmann von Fallersleben oder sonst was, vielleicht dann noch irgendwas Modernes, und zählt da drin die Buchstaben. Und dann sieht man, dass die E's häufiger vorkommen als die X und die W's. Fürs Englische habe ich da mal hier ein Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man einen englischen Text, also da die Engländer nehmen natürlich den Shakespeare und auch irgendeine Bibel, zu dieser Bestimmung, wenn man jetzt also ein englisches Buch aufschlägt, da mit seinem Stift hineinpickt, dann trifft man mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,076 ein T, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,042 ein H und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,102 ein E. Das können Sie ja zu Hause mal ausprobieren. 20 Mal in den englischen Text reinpieken. Wenn Sie eine Nadel nehmen, sollten Sie nicht den Bildschirm benutzen, um das zu pieken. Und jetzt ist, kann man das als einzeln betrachten, die Buchstaben. Man kann aber natürlich jetzt auch die Sequenz betrachten, die Wahrscheinlichkeit von dem D mal betrachten. Das ist ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein T kommt und dann H kommt und dann E kommt. Wir müssen also die Wahrscheinlichkeiten da multiplizieren. Dann sind wir bei 3 mal 10 hoch minus 4. 0,00324. Das stellt sich aber heraus, dass es Quatsch ist. Warum ist das Quatsch? Weil das Wort the in der englischen Sprache nicht so selten ist, dass nur jedes tausendste Wort ein the ist. Ja, das würde ja da ungefähr stehen. Ne? 3 mal 10 hoch minus 4. Also es kann auch nicht sein. Der Ansatz ist hier nicht ganz richtig, denn englischer Text oder auch deutscher Text ist in Wirklichkeit kein Buchstabensalat. Sondern wenn dann ein T kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach ein H kommt, hier die Wahrscheinlichkeit, dass ein H kommt, wenn der Buchstabe vorher ein T war, im Englischen 0,3 und ein bisschen was. Das TH ist einfach häufig. Threshold, the, und so weiter und so weiter. Unser Modell der Sprache war also unzureichend. Das Modell, was wir hier benutzt haben, ist kein Modell, was die Sprache beschreibt, sondern nur Buchstabensalat beschreibt. Und deshalb müssen wir ein besseres Modell ansetzen. Wir müssen nochmal losgehen und Buchstaben mit ihrem Nachfolger zusammen betrachten. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das H auftaucht, wenn vorher ein T war und so weiter? Natürlich reicht dieser Zweierkontext auch nicht. Eigentlich müsste man noch mehr Kontext machen, noch längere Buchstabenketten betrachten. Also die Entropie von dem, die Selbstinformation von dem Wort the, wenn man alles einzeln betrachtet, ist 11,6 Bit. Und wenn wir es mit diesem Modell mit Nachfolger betrachtet oder mit Vorgänger, sagen wir lieber, diesem Modell hier, dann ist die Selbstinformation 6,5 Bit pro Buchstabe. 6,5 Bit für das Wort the. Andere Wörter, kompliziertere Wörter, Threshold oder sowas, die haben natürlich mehr Information, mehr Bits. Kommen auch seltener vor. Wenn man jetzt die Informationsrate in englischen Buchstaben betrachtet, dann ist das ungefähr 4,76 Bit pro Buchstabe.
wenn man das ist so ein englischer Buchstabensalat, wenn es englischer Text ist, wenn man weiß, es ist Text, es ist 4,14 Bit pro Buchstabe, und wenn man im englischen Text ein komplizierteres Modell ansetzt, also einen noch längeren Kontext als das hier, kommt man auf 9,7 Bit pro Wort im Mittel, und das sind dann 2 Bit pro Buchstabe. Hier unten habe ich nochmal geschrieben, das Modell ist entscheidend. Also, wenn wir jetzt, wie in der Grundlagenvorlesung schon gemacht, 8 Bit pro Buchstabe ansetzt, dann ist das eigentlich Verschwendung. Wir würden wohl auch mit 2 Bit pro Buchstaben auskommen. Das heißt, wenn Sie ein Stück Text nehmen und in ein Kompressionsprogramm reinstecken, dann ist das Stück Text hinterher viel kompakter. Man kann diesen Aspekt aber natürlich auch benutzen für die Codierung von Zeichen auf einer Leitung. Also für, um Symbole auf einer Leitung darzustellen. Und der richtige Ansatz, wenn man Text übertragen will, der ist natürlich erstmal komprimieren und dann übertragen, weil man dann viel weniger Bits übertragen muss. Der Claude Shannon, der hat dann aufgrund dieser, einfachen Erkenntnisse vorläufig noch, das sollte ich vielleicht noch sagen, hier diese Tabellen mit den Wahrscheinlichkeiten, die bekannteste Tabelle davon, das ist dieser sogenannte Brownsche Korpus für die englische Sprache. Da haben mal vor vielen, vielen Jahren viele Studentinnen und Studenten an dieser Brown University in Amerika wirklich Buchstaben gezählt. Heutzutage benutzt man Computerprogramme dafür und nicht mehr Studenten. Heutzutage werden diese Wahrscheinlichkeitsinformationen, die man Korpus nennt, insbesondere an der Universität in Freiburg im Breisgau gesammelt. Und da gibt es so ein Repositorium, da kann man also für viele, viele Sprachen und komplexere Modelle sich so einen Korpus besorgen. Ja, der Claude Shannon, der hat basierend auf dieser Überlegung mit der Entropie gezeigt, und das ist jetzt ein Satz, das hat er bewiesen, den Satz von der rauschfreien Quellcodierung bewiesen. Wenn eine Nachrichtenquelle eine Entropie x-Bit hat, dann existiert ein Code mit der Länge k für diese Nachrichtenquelle, sodass man die Nachrichten mit x, also die Entropie, plus ein bisschen was Bit, Epsilon, ein ganz klein bisschen was kodieren kann. Und das ist jetzt schon ein super interessanter Satz. Der sagt also, dass ich für die englische Sprache einen Code finden kann, bei dem ich an diese theoretische Grenze sehr, sehr nahe rankomme. Ich kann die annähern. Also man kann wirklich einen Code entwickeln, der nur 2 Bit pro Buchstaben braucht. Die mittlere Codelänge kann die Entropie annähern. Die mittlere Codelänge, also manchmal braucht man vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn man es richtig macht und eine größere Menge an Zeichen hintereinander hat, an Symbolen, die man übertragen will, dann kann man das schon annähern, dieses x von der Entropie. Andersrum besteht ein Code, also aus der eigentlichen Nachricht und Redundanz, das was zu viel ist. Denn er hat ja gerade da oben gesagt, dass das Epsilon sehr klein werden kann. 0 annähern kann. Wenn man also eine Nachricht mit x plus
Y-Bit überträgt, dann ist das Y redundant, zu viel. Die eigentliche Aufgabe ist jetzt also, einen Algorithmus zu entwickeln, der die Redundanz entfernt. Wenn wir jetzt also so ein Übertragungssystem betrachten, dann nehmen wir hier die Informationsquelle, da kommen die Nachrichten raus, das ist die schwarze Kiste, die man von außen beobachten kann, wo man Wahrscheinlichkeiten messen kann, Wahrscheinlichkeit von Zeichen. Die Nachricht, die da herauskommt, die wird in den Quellcoder gesteckt und dieser Quellcoder, der stellt die jetzt mit so einem Code da dar. Die Redundanz ist hoffentlich ganz weg. Naja, fast ganz. Danach wollen wir die Nachricht eventuell noch verschlüsseln, dass niemand anders mithören kann. Und dann wird sie gesendet. Hier fehlt noch ein Pfeil, den muss ich auch noch in den Unterlagen nachliefern, hier senkrecht runter. Also der Sender, der schickt, ja, der braucht wieder einen Code. Einen Code, der dieses verschlüsselte Signal nimmt, oder die verschlüsselten Symbole nimmt und für die Leitung kodiert. So, dass der Empfänger das Signal, was ich eigentlich senden will, sicher dekodieren kann, obwohl es in dem Kanal Störungen gibt. Und das mit den Störungen, das muss man sich nochmal kurz überlegen. Der Empfänger der Nachricht, der kann nicht unterscheiden, was jetzt Störung ist und was Signal ist. Der weiß zumindest nicht, das ist jetzt Störung, das ist Signal, sondern der muss trotz der Störungen das Signal eindeutig dekodieren können. Da kann ich einfach hier die Störungen subtrahieren, weil er sie nicht kennt. Auch hierfür gibt es noch Betrachtungen, wie man das richtig hinkriegt. Und über die Betrachtung, da müssen wir dann bei der Modulation insbesondere gut sprechen. Ja, man kann diese Störungen auch messen. Wie viel es denn in einem Kanal typischerweise ist, wahrscheinlich ist. Und dann muss man die Kodierung hier so konstruieren, dass das eigentliche Signal immer aus, ja, sich vom Rauschen abhebt. Formulieren wir es mal so. Ja, das Empfangssignal wird also dann hier dekodiert, entschlüsselt, dann geht es durch den Quelldecoder, dann hat man hier wieder die Nachricht, die man abspielen kann. Die Quellkodierung reduziert die ungewollte Redundanz. Später wird hier in der Regel wieder Redundanz hinzugefügt, gewollte Redundanz, geschickt konstruierte Redundanz. Und da werden wir drüber sprechen, da macht man dann, wenn wir dann bei dieser Trellis-Coded Modulation sind, sogar, ja, da fügt man absichtlich wieder Redundanz hinzu. Aber dann so, dass man es gut hier dekodieren kann. Die Sicherheitskodierung muss mithören, wie schon gesagt. Diese Redundanz, die man hier hinzufügt, die nennt man gerne auch Fehlerkontrollcodes. Und jetzt, nachdem man sich überlegt hat, dass es solche Codes gibt, kann man sich überlegen, wie man denn den Kanal gestalten muss, beziehungsweise die Codierung gestalten muss, beziehungsweise wie viele Bits man in einem Kanal übertragen kann, bei einem gegebenen Kanal. Die Kanalkapazität, das ist ja auch noch so ein Ergebnis von Shannon. Das ist also die Bandbreite und jetzt ist gemeint hier die Bandbreite, die Differenz zwischen oberer und unterer Grenzfrequenz. Nicht, was heutzutage so in Marketingbroschüren drin steht über DSL-Leitungen. Also hier ist mit Bandbreite die Differenz zwischen oberer und unterer Grenzfrequenz gemeint. Mal den Zweierlogarithmus von 1 plus die Signalleistung durch die Rauschleistung. Was ist die Kanalkapazität?
Ja, Sie sehen hier das Rauschen, das sind die Störungen hier. Und hier ist die Signalleistung. Naja, das einfachste Beispiel ist, wenn Sie bei einer Party sind, da wird ja überall geredet und da ist vielleicht auch Musik, damit der, mit dem Sie sprechen möchten, oder die, mit der Sie sprechen möchten, Sie auch versteht, muss man eben manchmal ein bisschen lauter schreien. Man erhöht die Signalleistung im Verhältnis zur Rauschleistung. Nur wenn das Rauschen irgendwann zu laut wird, Disco, dann kann man halt nicht mehr laut genug schreien und dann sinkt die Kanalkapazität. Ne? Wenn das hier irgendwie 1 ist oder sowas ähnliches, dann haben wir da drin einen Zweier stehen und der Zweierlogarithmus von 2, der ist 1 und dann können wir schon nicht mehr so viele Bits übertragen. Also, das ist die Kanalkapazität. Und jetzt hat der Shen noch einen Satz bewiesen. Und der ist besonders interessant. Der gibt nämlich ein Ziel vor, was wir erreichen können. Das ist ein Existenzbeweis, nicht konstruktiv. Er hat gezeigt, für jeden Kanal mit der Kanalkapazität C existieren Codes, sodass in diesem Kanal Informationen mit einer Rate kleiner als C übertragen werden können, mit beliebig kleinen Fehlern. Also, wenn man einen Kanal mit der Kapazität C hat, dann kann man dafür einen Code konstruieren, der auch wirklich fast C Bits überträgt. Fast. Ja, das ist jetzt das Ziel, an dem man arbeiten möchte. Man weiß auch, wenn man mal so einen Code hat, der dieses Ziel erreicht, besser geht es nicht mehr. Und wir werden das hier, genau das hier wieder aufgreifen, um dann später in der Vorlesung uns zu überlegen, was kann man mit einer Telefonleitung denn machen, die 3000 Hertz Bandbreite hat oder 3400 Hertz Bandbreite hat. Was kann man mit einer Leitung machen, die eine Megahertz Bandbreite hat? Übrigens die Code-Rate, noch so als so anfügen, wir werden den Begriff Code-Rate immer wieder verwenden. Das ist also die Anzahl der Nachrichten durch die Anzahl der Symbole im Code. Natürlich, wenn ein Code redundant ist, dann ist die Code-Rate kleiner als 1. Noch so ein paar Begriffe, die man hier noch so kurz erwähnen muss, weil sie manchmal vorkommen in der Literatur oder auch in Gesprächen oder im Fachgespräch. In einem Buch von 1950 hat der Herr Hamming, der Titel von dem Buch steht auch da, so ein paar Begriffe geprägt, aber der hat insbesondere auch angefangen, solche Codes zu konstruieren. Der Claude Shannon, der hat auch versucht, solche Codes zu konstruieren, der ist da aber nicht besonders weit gekommen und andere sind da weiter gekommen. Der Herr Hamming zum Beispiel, der hat solche Codes, kombinatorische Codes gemacht, zur Sicherungskodierung hier im Kanal. Einer von den Codes, die er sich überlegt hat, damit man Fehler identifizieren kann, auch wenn es rauscht, das ist die Parity. Das war eigentlich was ganz Triviales. Wir übertragen ein Wort mit ein paar Bits drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und vorne haben wir noch so ein bisschen Platz. 2 hoch 7, 128 Symbole.
können wir da unterbringen. Das ist gerade der ASCII-Zeichensatz. So ein paar Buchstaben, Spezialzeichen, Punkt, Komma, Strich und so weiter. Und ja, aber es kann natürlich passieren, dass wenn der Kanal, wenn da mal irgendeine Störung ist, dass eines von diesen Bits umkippt, zum Beispiel hier eine 0, am anderen Ende aus dem Kanal rauskommt. Und der Herr Hemming hat sich überlegt, wenn wir jetzt hier dieses weitere Zeichen, dieses achte Bit benutzen, um dafür zu sorgen, dass hier drin immer eine gerade Anzahl 1-Bits ist oder eine gerade Anzahl, eine ungerade Anzahl 1-Bits. Nehmen wir mal an, eine gerade Anzahl 1-Bits ist, dann zählen wir mir hier 1, 2, 3, 4, das ist also jetzt eine gerade Anzahl 1-Bits. Dann tragen wir hier vorne eine 0 ein. Wenn wir was übertragen wollen, was eine ungerade Anzahl 1-Bits hat, dann bringen wir das mit dem Bit hier vorne wieder auf eine gerade Anzahl 1-Bits. Jetzt, wenn man also 8-Bit betrachtet, ist die Anzahl 1-Bits immer gerade. Der Vorteil ist jetzt, wenn man das hier jetzt betrachtet, hier, das hier wird zu einer 0. Jetzt zählen wir mal. 1, 2, 3, das ist ja ungerade, das heißt, da vorne müsste eigentlich eine 1 stehen. Steht aber nicht. Also haben wir einen Übertragungsfehler. Okay? Das ist der Begriff Parity. Die können wir auch auf Odd setzen, die Parity. Dann heißt das nur, dass in jedem Wort hier immer eine ungerade Anzahl 1-Bits drinstecken muss. Parity, Even und Odd. Ein einfacher fehlerentdeckender Code. Nicht korrigierend, aber immerhin entdeckender Code. Der Hemming hat auch noch einen weiteren Begriff geprägt. Das ist dieser Hemming-Abstand, der hier steht. Das ist die Anzahl der Elemente in einem Codewort, in denen sich Codeworte von V und W unterscheiden. Also zwei unterschiedliche Codeworte unterscheiden. Interessant ist der Begriff Hemming-Abstand von Codes. Denn der ist, das bezeichnet das Minimum des Hemming-Abstandes. Man nimmt also jedes mögliche Pärchen von Codewörtern und schaut, in wie vielen Stellen die sich unterscheiden. Wenn die sich gerade in einem unterscheiden, dann kann man sich nicht sicher sein, ob man einen Übertragungsfehler hatte. Denn dann reicht ja ein Bit umgeklappt und schon haben wir ein anderes gültiges Codewort. Ein besserer Code ist also einer, bei dem der Hemming-Abstand größer ist. Wo es also ein einziger Fehler zu einem ungültigen Codewort führt und nicht zu einem anderen gültigen Codewort führt. Also Hemming-Abstand sagt was über die Fehlersicherheit von einem Code aus. Der Claude Shannon, der hat seine ursprüngliche Veröffentlichung von 1948, dieses Paper in der Form geschrieben, ja, das ist schwer lesbar. Um nicht zu sagen, ziemlich unlesbar. Deshalb hat er sich später nochmal mit dem Herrn Weaver zusammen hingesetzt und diese Veröffentlichung ordentlich geschrieben, sodass man es auch irgendwie lesen kann. In dieser Veröffentlichung zusammen mit dem Weaver zusammen wird auch Kommunikation eingeteilt, in Kommunikation, also definiert als Beeinflussung eines Lebewesens oder einer Maschine durch ein anderes Lebewesen oder eine andere Maschine. Also wir übertragen Informationen und diese Information beeinflusst das Verhalten dieses anderen Lebewesens oder der anderen Maschine. Jetzt kann man da drei Ebenen der Interaktion betrachten. Der eine ist das technische Problem. Also kriegen wir die Bits übertragen von der einen Maschine
zu dem Menschen oder von einem Menschen zum anderen Menschen. Bei der Sprache kommen die Laute an, bei Ihnen laut genug, dass Sie es identifizieren können. Das zweite Problem ist das semantische Problem. Was bedeuten die Symbole? Das ist ein sprachliches Problem. Ne? Was bedeutet das Wort Haus für Sie? Was bedeutet das Wort Kommunikation für Sie? Das ist das semantische Problem und damit beschäftigt sich die Informatik durchaus noch, nämlich die Bedeutung von solchen Symbolen. Und das letzte ist das Effektivitätsproblem, ob denn diese Bedeutung, die da rauskommt, auch Einfluss auf ihr Verhalten hat. Meine Frau glaubt manchmal, dass es ein technisches Problem vorliegt, dass ich sie nicht gehört habe, wenn sie gesagt hat, ich soll mal was machen zu Hause. Aber es gibt natürlich vielleicht auch das semantische Problem, dass ich einfach nicht verstanden habe, was es denn jetzt soll. Und es gibt auch das Effektivitätsproblem, dass ich keine Lust habe, das zu machen. Wenn man Kinder hat, tritt das nochmal verschärft auf, dieses Problem, dass die letzte Zeile da, das Effektivitätsproblem. Die Informatik beschäftigt sich mit dem letzten Problem eher nicht, das machen die Kommunikationswissenschaften. Und das ist eigentlich auch die gute Abgrenzung von Informatik zu Kommunikationswissenschaften. Die kümmern sich um das Effektivitätsproblem. Ja, wir hier in der Vorlesung kümmern uns um Kommunikation, über immaterielle Datenträger, unter anderem auch über größere Distanzen zwischen Menschen und Maschinen und auch zwischen Maschinen. Immaterielle Datenträger, also elektromagnetische Wellen. Und ja, was wir nicht betrachten, ist USB-Sticks werfen oder CDs in Briefumschläge stecken. Aber, und das werden wir dann beim nächsten Mal hier, naja, ein bisschen im Augenblick, wenn wir noch brauchen, in diesem Kapitel leiten, besprechen, immaterielle Träger für unsere Information. Bis dahin wünsche ich Ihnen, das nächste Mal ist, glaube ich, morgen, gell? Ja? Okay, dann sehen wir uns morgen wieder und ich wünsche, morgen um 11, ne? Und ich wünsche noch einen schönen Tag.